Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich euch ein Rezept mitgebracht aus der Kategorie Frühstücksklassiker ausprobiert. Denn es geht um das leidige Thema Eier kochen. Da hat ja jeder so seine eigenen Vorlieben. Der eine mag es sehr weich, weich, halbweich, hart und sehr hart gekocht. Ja? Und in dem wunderbaren Thermomix-Buch, das man ja mitbekommt, wenn man da das Ding kauft, da stehen genaue Zeiten drin. Da steht drin, dass man die Eier aus dem Kühlschrank nehmen muss, zimmerwarmes Wasser, dann 10 Minuten für sehr weiches, 11 Minuten für weiches, 12 Minuten für halbweiches, 13 Minuten für hartes oder festgekochtes und das für sehr festgekochtes Ei. Dann nochmal eine Minute länger. Genau das würde ich gerne mal ausprobieren, denn ich bin ehrlich, bei uns zu Hause gibt es immer, wirklich jedes Mal Stress. Ich esse meine Eier weich. Nicht ganz weich, nicht sehr weich, aber weich. Also so changierend. Und meine Frau eher so ein bisschen härter, ja, wachsweich. Also ich will jetzt einfach die perfekte Zeit rausfinden und deswegen machen wir heute einen Versuch, in dem wir alle 5 Eiergarstufen testen. Und zwar genauso, wie es im Buch steht. Also, wir brauchen den Thermomix und den Gareinsatz. Da können wir die Eier schon mal reinlegen. Ich habe die jetzt nicht angestochen. Das muss ich dazu sagen. Die sind nicht angestochen. Dann brauchen wir 400 Milliliter Wasser. Zimmertemperatur sollte das Wasser haben. Die Eier sind gekühlt, damit das ja auch alles passt. So, jetzt Gareinsatz rein, Deckel drauf und ich stelle jetzt schon mal gleich von vornherein auf 10 Minuten. Ja, und dann gehen wir einfach immer noch mal eine Minute drauf. Nehmen ein Ei raus, schrecken es ab und geben noch mal eine Minute drauf. Das ist der Plan. Ich bin gespannt, wie es wird. Also 10 Minuten und dann melde ich mich noch mal. Achso, Temperatur natürlich, Aroma, ist klar. Ne? Muss ich nicht dazu sagen, Aroma. So, ich habe jetzt auch schon mal eine Skala aufgestellt hier von 10, 11, 12, 13, 14 Minuten. Das sind nicht die Punkte, weil ich muss jetzt gleich das erste Ei rausholen. Ich mache das jetzt so, wie wir das früher in der Schule gemacht haben. Eierlaufmäßig hier hinten zum kalten Wasser. Schreck's ab, leg das erste Ei hier rein, das zweite Ei rein. Leute, ich bin echt gespannt, damit ein für alle Mal diese elendige Eierdiskussion zu Hause vorbei ist. Es sind noch 2, 1, Stopp, Abkühlzeit, sparen wir uns. Schnell das erste Ei raus. Das mache ich jetzt einmal schnell hier rein. Ich laufe jetzt natürlich nicht drüber. Deckel wieder drauf. Nächste Minute, weiter geht's mit der Varoma-Stufe. Eine Minute mehr. Ah, nicht 1,10, eine Minute Varoma und gib ihm gleich rüber zum Abschrecken. So, das ist abgeschreckt, das ist das 10 Minuten Thermomix-Ei. Schauen wir mal, jetzt wird es hier natürlich gleich nass, wir haben noch 40 Sekunden bis zum nächsten Ei. Ich bin ganz aufgeregt und vergiss die Abkühlzeit, wir sind ja noch nicht so weit. Schnell das 11, oh ist das heiß. 11 Minuten Ei, nächste Minute drauf und weiter geht's im Text. Bup. 5, 4, 3, 2, 1, Ende Gelände. Zack, aufmachen, weiter geht's. Nächstes Ei. Deckel drauf. Nächste Minute. Langsam kriege ich Routine. Ja, das ist ja wirklich unglaublich. Und gleich wieder Varoma. Ja, Stufe 1. Ich glaube, das macht nichts. Schnell abschrecken gehen. Und das 13 Minuten Ei. So, Frage an euch hierfür in die Kommentare. Wie macht ihr euer Ei auf? Hackt ihr einfach das obere ab? Ne, beim flüssigen Ei sollte man das tun. Es ist jedenfalls besser, als wenn man es einfach so aufschlägt. Es gibt ja auch diese Ei
Schalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Ja, diese Dinger, wo du so eine Kugel fallen lässt. Ja, braucht kein Mensch, ist aber lustig. Vielleicht hätte ich mir sowas besorgen sollen. Für hier. Ja, hätte ich ein Argument gehabt, warum ich das kaufen muss. Ha! 3 Sekunden bis zum nächsten Ei. Abkühlzeit. Pfeife ich drauf. Jetzt. Der heiße Dampf. Ein Ei drauf. Raus. Zack. Eine Minute weiter geht's im Text. Jesus Christus, was ein Stress. So Stress haben wir sonst nie hier in der Wunderkesselküche. So, hier ist das nächste. 13 Minuten. So, das letzte Ei ist durch. Dem geben wir die Abkühlzeit noch, weil das soll ja eh das ganz hart gekochte sein. Und auch das schrecken wir jetzt schnell noch ab. Und dann kommt die Probe aufs Exempel. Übrigens, ich habe die Eier nicht angepiekt. Ja, das habe ich irgendwie zu Hause, mache ich das immer, wenn ich in den Topf schmeiße. Ich bin erstaunt, dass es nicht kaputt gegangen ist. Ja. So, wir beginnen mit dem 10 Minuten Ei. Ich stelle die jetzt mal hier so ein bisschen so aus dem Bild, dass ihr da auch genau sehen könnt, wie das aussieht. Und ich mache das jetzt so, wie ich es zu Hause machen würde. Da würde ich sitzen, aber einmal dagegen. Also 10 Minuten heißt Eiweiß glibberig, Eigelb glibberig. Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, dann ist das Eigelb in der Tat sehr glibberig, aber das Eiweiß ist fest. Ja? Das waren jetzt auch keine kleinen Eier. Also, ja doch, hier unten seht ihr, da ist das Eiweiß ist schon noch etwas glibberig. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. 10 Minuten. 11 Minuten Ei wäre jetzt das weich gekochte Ei. Wachsweich, wie man ja so schön sagt. Nee, Quatsch, wachsweich ist das hier. Also, weiches Ei, das heißt, das Eiweiß fest und das ist es auch. Jawohl. Das Eigelb weich. Genau, ja, so ungefähr. Wobei, das würde ich schon fast als wachsweich bezeichnen. Ihr seht, da ist das Eigelb außenrum ist schon hart. Ja, da ist das hier weicher. So, das sind jetzt 12 Minuten. Das sollte jetzt das halbweiche Ei sein. Aber, oh, da sehen wir schon ein Fail. Ja, es ist durchaus hart. Das Innere vom Eigelb ist auch hart. Ja, also das ist, das ist noch cremig, aber ich würde das jetzt nicht als halbweiches Ei bezeichnen. Das wäre schon fast ein hartes Ei. Das essen wir gleich. So, das ist jetzt das hart gekochte Ei. Ist auch schon härter durchzuschlagen und gut, da ist jetzt kaum eigentlich noch ein Unterschied zu erkennen zu dem anderen. Ja doch, oh doch, ja. Da ist das Eigelb wirklich komplett durch. Ne? Hier ist es noch ein bisschen cremig, hier ist es schon fest, fast bissfest. Okay, ja, kann man machen. Und dann kommt jetzt hier das sehr harte Ei. Muss ich jetzt auch sehr hart schlagen. Und da, ja genau, das ist jetzt sowas, das geht gar nicht am Frühstückstisch. Sowas geht überhaupt nicht. Hier, da ist das Eigelb wirklich komplett durch und krümelig. Das geht überhaupt nicht. Also doch, natürlich geht das, aber ich kann das nicht, mag das fürs Frühstück nicht haben. Nee. Fazit. Es sind in der Tat verschiedene Stufen, wobei die Übergänge fließend sind, wie wir sehen. Im Falle dieses Eis hier, da hätte man sogar kürzer machen können. Also da hätten 9 Minuten wahrscheinlich gereicht, dann wäre das Eigelb wahrscheinlich noch ein bisschen, das Eiweiß noch ein bisschen flüssiger. Das hier ist eigentlich so das, wie ich es als Frühstücksei am liebsten mag. Wachsweich, da kannst du schön noch tunken. Das hier ist auch schon so, das würde auch noch gehen. Also ich changiere so in diese Richtung. Das ist okay. Und diese beiden hier,
käme für mich nicht auf den Frühstückstisch, zumindest nicht als Frühstücksei. Das wäre eher sowas, was man kalt werden lässt für einen Eiersalat oder vielleicht für unterwegs zum Picknick. Das ist mir ehrlich gesagt zu hart. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, damit ihr jetzt wisst, wie ihr eure Eier zubereitet, damit ihr die morgens perfekt auf dem Frühstückstisch stehen habt. Ich weiß jetzt, ich muss in diese Richtung gehen für mich und in diese Richtung für den Rest der Familie. Ja? Also probiert es mal aus und ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen schreiben. Vielleicht sagt ihr, nö, also ich mache meine Eier grundsätzlich Zimmertemperatur, das Wasser kalt und nur 8 Minuten und dann ist es so, wie ich es gerne hätte. Vielleicht probiere ich das mal aus. Ja? Dann gibt es eine zweite Eiertesterfolge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich beim Frühstücken, denn wie wir alle wissen, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tage. Kommt halt auch immer drauf an, wann man aufsteht. Tschüss und guten Appetit.